Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alaskan Road Trucker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, freue ich mich. Ich habe ein bisschen versucht, mit diesen Einstellungen rumzuspielen, was die Gaspedal- und Lenkungs- und Blickrichtungseinstellungen angeht. Mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser klappt. Jedenfalls, wir nähern uns dem Zielgebiet, wenn man das so nennen darf. Ja, ich bin gespannt, ob das GPS jetzt ein bisschen besser funktioniert. Wir haben jedenfalls so eine Art Neubaugebiet. Und jetzt die Frage, aller Fragen, ist das da vorne der Kollege, wo wir hin müssen? Wir fragen einfach mal. So. Ich guck mal gerade. Ja, schlafen brauchen wir wahrscheinlich auch noch nicht. Hat der die Mission, die es braucht? Immer ein bisschen komisch hier. Ich bräuchte eigentlich ein bisschen längere Arme. Guten Tag. Beschädigte Bagger? Nein, nein. Hier. Mischer Betonfabrik. Ich weiß nicht, ob der das jetzt war, den wir nehmen wollten, aber auf jeden Fall. Warte mal, können wir hier ein Skill-Magazin mitnehmen? Nee. Hä? Wieso sind das? Wieso ist denn das spiegelverkehrt? Hä? I'm confused. So, irgendwo hier. Da hinten. Okay, dann passt der doch ungefähr. Da müssen wir was mitnehmen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Weil hier ist alles zu, ne? Deswegen. Hä? Muss ich meine Gitarre rausholen und I don't know. I don't know. Ja, keine Ahnung. Laufen doch einfach mal ein bisschen rum hier. Warum denn nicht? So. Es muss ja irgendwo hier einen normalen Haupteingang geben. Hier hinten vielleicht. Das GPS-Spiel auf jeden Fall auch schon verrückt. Huch. Aua! Okay. Da ist er. Dann versuchen wir es mal über Spiegel. Like a Boss natürlich. Wenn das überhaupt geht. Ich sehe ihn nämlich gerade nicht. Ich würde es gerne versuchen. Da bin ich schwer zu erkennen, warte mal. Du vielleicht? Ich weiß nicht, was er... Ich weiß das Original nicht. Ist das da das, was wir gerade so ein ganz bisschen orange sehen in beiden Spiegeln? Wir probieren es mal. Nicht, dass wir die Lieferung hier schon kaputt fahren, bevor wir überhaupt dran sind. Ja. Das funktioniert nicht so gut. Dann machen wir es halt klassisch. Oh. Okay, kleiner Knick in der Optik. Ist der leer? Lohnt sich ja gar nicht. Obwohl, das ist ganz gut, ne? Dann haben wir nicht so viel Last. Können ein bisschen schneller fahren, vielleicht. Hallo? Jetzt geht er nicht in den Rückwärtsgang, oder was? Hallo? Ja.
Jetzt. Okay. Das ist, ja, es ist halt nicht optimal, ne? Schöner wäre es, wenn das Lenkrad direkt unterstützt würde. Und seht ihr, was er immer noch macht? Er macht immer noch dieses nach vorne fahren, obwohl ich im Rückwärtsgang bin und dann Gas gebe. Fährt immer noch mal kurz nach vorne. Das haben wir in der Playtest-Version ja auch schon festgestellt. Das ist immer noch so. So. Man kann übrigens mittlerweile auch das Fahrzeug anlassen zum Ankoppeln. Aber ich mach's aus, weil das für mich so ein Griff ist mit Bremsen und allem drum und dran. Und da der Herr und das gewesen. Gut. Nehmen wir das. Dann einmal hier hoch. Dann einmal hier anschließen. Ich denke mal, diese Fahrt kriegen wir auch noch hin, ohne dass wir schlafen gehen oder... Ja, essen müsste wahrscheinlich mal eine Kleinigkeit. Schaffen wir das noch? Ja, mal gucken. Mal gucken. So, Route ist eingetragen. Ist auch ein ganzes Stück. Wir probieren es. Wir probieren es in einem Zug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Los geht's. Scheibenwischer müssen wir auch wieder benutzen, ne? Der arme Gequälte. Ja, dann auf geht's auf die erste große Fahrt, wo wir trotzdem nur 4000 verdienen. Mal gucken, was der Bonus dann ist. Weil Bonus stand ja 5, ne? Es wäre cool, wenn der Bonus dann mal 5 wäre. Dann hätten wir erstmal unsere ersten 5 Gebäude schon mal finanziert. Aber ich fürchte, so ist es nicht. Und was mich auch interessieren würde, wie sieht es denn aus mit Schnee? Im Frühling. Auf dem Weg zum Sommer. Warum auch immer die Wegführung uns sagt, dass wir da einmal im Kreis fahren sollen. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Das macht in meinen Augen mehr Sinn. Mal gucken, ob das geht. Es wäre auch cool, wenn es so eine Funktion gäbe, dass man die... Minimap da unten, dass die so ein bisschen reinzoomt, wenn man langsamer fährt. Das wäre schon nicht schlecht. So, hier sagt er mir hier abbiegen. Ob das wohl stimmt? Na, ja, sieht ganz gut aus. Na dann. Liebe Leute, los geht's auf der freien Strecke. Wir müssen jetzt trotzdem mal ein bisschen darauf achten, dass wir nicht hier mittendrin einpennen. Viele von euch haben auch gesagt, dass mit dem Einparken lag an meiner Müdigkeit. Ich sehe da jetzt keinen direkten Zusammenhang. Sie wissen noch, ne, dass die Parkfläche nicht ging. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das liegt immer an dir, es liegt nie am Spiel. Bin mal gespannt. Der eine oder andere spielt es ja jetzt vielleicht auch und hat sich auch vielleicht gedacht, wenn man den Garderobe zuguckt, sieht so ein bisschen aus, wie wenn man dem ersten Menschen beim Spielen zuguckt. Ne, auf dem PC, den die ersten Menschen auch so hatten. Ob ihr das immer noch so seht, nachdem... Ja, wobei mittlerweile einiges natürlich auch behoben wurde, muss man auch dazu sagen. Gut. Ach, da unten ist die Speedlimit-Anzeige. Aber warum kriegen wir die hier? Ich dachte auch, diese Roadbumps, die wären auch behoben worden, aber dem ist offenbar auch nicht so. Jetzt haben wir schon wieder 4% der... Einfach, weil da irgendwie... Da war doch jetzt... Wir sind doch jetzt nicht irgendwie großartig von der Strecke weggekommen, oder? Müsst ihr mir jetzt nochmal im Replay angucken. Ich weiß nicht. Folge 2, er fängt schon wieder an zu meckern. Also Folge 11, wenn man die Beta-Version
wohl mitzählt. Ja. Na, geht doch. Ja, von der Stimmung her würde ich aber sagen, schon schön, ne? Dieses diesige, dunkle, nebelige, schlierige, wie immer das nennen willst. Ein bisschen schneller, Kollege. Das ist ein Holländer, siehst du? Der Klassiker. Sein Haus nicht dabei. Okay, das ist Käsizismus, das macht man nicht. Ja, ist ja gut. Wir haben bestimmt auch von den Niederlanden ein fantastisches Zuschauer. Aber ich kann nicht so gut Dutch. So. Ja, das mit der Lenkung so ganz optimal ist es auch noch nicht. Es ruppelt immer noch so ein bisschen. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Es ist eine riesen Dead Zone. Weiß nicht, ob man die vielleicht auch im Spiel selber nochmal umstellen kann, aber... Nee, warte mal, das ist ja eine Einstellung, die ihr auf jeden Fall immer machen müsst, ganz am Anfang, wenn ihr mit Lenkrad spielt, überhaupt. Ich zeige es mal gerade eben, wenn mir das gerade einfällt, bevor ich das wieder vergesse. Bei Steuerung, bei Lenkrad, hier das auf 900 stellen auf jeden Fall, ne? Sonst haben wir da Drama. Und ansonsten sehe ich hier jetzt nicht, dass man das irgendwie verringern kann. Aber gut, er meint ja auch, dass ich einen Controller benutze, ne? Das müssen wir auch dazu sagen. Handling bei höheren Geschwindigkeiten wurde signifikant verbessert. Mhm. Komm mir vor wie im Autoscooter hier. Oh. Und jetzt macht er wieder das Orgeldrehen. Seht ihr, das ist langsame Zurückstellen. Macht er das wegen Müdigkeit? Ich weiß es nicht. Wir wollen auch irgendwann ankommen. Wir müssen auch ein bisschen Gas geben hier. Na gut, wir müssen sowieso eine Pause machen. Allein schon wegen Essen, Bochum und Castrop-Rauxel. Wobei Castrop-Rauxel immer noch mein Lieblingswort ist. Und Bottrop-Kirchhellen darf man auch nicht vergessen. Oder ist das Eis? Warte mal, wo sind wir in der Temperatur? Entschuldigung. Plus 6,2. Nee, Eis ist es nicht. Schwimmt halt gewaltig. Und wir brauchen auf jeden Fall so eine Nebelleuchte. Wobei an die Zeiten, wo ich noch aktiv am Straßenverkehr teilnahm, erinnere ich mich, dass für mich dann eher Nebelleuchte eher bedeutete, ich leuchte den Nebel an, damit ich den besser sehe. Ne? Also du hast da irgendwie so eine Wand angeleuchtet. Die Funktion... dass die Lampe den Nebel durchdrang, die durchdrang auch irgendwie nie ganz zu mir, muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Also bei der Auswahloption mehr Gas geben oder weniger Gas geben,
und diese Lampe anmachen, entschied ich mich doch stets für Fuß vom Gas. Der Kollege da vorne, ne? Der ist ja nicht so wirklich schnell unterwegs. Aber es ist so unübersichtlich, ich will jetzt auch nicht zum Überholmanöver ansetzen. Andererseits will ich den Zeitbonus rausholen, weil, ne? Wir haben ja schon ganz schön tief in die Sanitärkeramik gegriffen. Boah! Junge, 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 diese Lenkung. Mit unserem kleinen Unfall. Da haben wir noch Glück gehabt, dass wir keine anderen Beteiligten hätten, sonst hätten wir ja wieder Versicherungsstrafe 1500 zahlen müssen. Dann wären wir ja noch schlechter dagestanden. Naja, wir schauen mal. Also ich glaube, ich muss noch mal an der Lenkung noch mal ein bisschen feilen. Oder es liegt am Regen, wirklich. Entschuldigung, das kann natürlich auch sein. Das ist auch so ein Problem. Ich komme jetzt hier im Lenkrad sitzend, komme ich gar nicht an meine Räusper-Taste ran. So, und dann fahren wir mal über die Brücke hier. Ich hoffe, dass wir nicht wieder hochkatapultiert werden. Aber jetzt bei dieser sehr engen Abbiegung könnt ihr eventuell sehen, wie ich diese Lenkkamera eingestellt habe. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Warte mal. Nee, es funktioniert nicht. Gut. Daneben nicht. Aber mit Lenkrad, wenn ihr mich jetzt fragt, ne, wir hatten ja sehr, sehr, sehr viel Spaß mit ohne Lenkrad in der Tastatur in der Playtest-Version und das ist einfach, nee. Das, nee. Ich hatte noch mal eine andere Frage. Wie ist mir jetzt eigentlich der Kippanhänger kaputt gegangen? Ich meine, der hängt ja hinten dran und wir sind mit unserem LKW vorne mit der Nase irgendwo vorgefahren. Der Kippanhänger ist leer, also können wir auch keine Fracht beschädigt haben. Werden wir hier gerade vom Spiel betuppt? Ist das gegebenenfalls die Möglichkeit? Ich frage hier für einen imaginären Freund aus Denken. Apropos, mir ist aufgefallen, wir haben auch bei uns in unserem Kanal eine Epidemie von Kommentatorinnen in dem Fall, oder zumindest suggeriert das Vorschaubild einer vermeintlich verzweifelten männlichen Zielgruppe doch interessante Angebote zu haben. Lasst bitte die Finger davon und meldet diese Kommentare. Ihr könnt die erkennen an einem sehr generischen Text wie: Ich feiere dein Video, wann ladet ihr wieder neue Videos hoch? Also, ne, das sind Bots. Und das sind Hydra-Bots, ne? Also die meldest du und dann verschwinden die und dann ist sofort auch schon wieder der nächste da. Teilweise mit sehr alten Accounts, keine Ahnung, ob es über die API geht oder wie die das hinkriegen. Ich weiß es nicht. Meldet die ruhig wegen Spam oder Irreführung. Da geht es ja darum, dass ihr dann auf eine sehr gefährliche Webseite gelockt werden sollt. Suggeriert wird euch, dass das einfach... Ja, ich frage mich, wieso das funktioniert eigentlich, ne? Da ist ja... Das Einzige, was euch da ja interessieren könnte, ist, dass ihr auf dem Profilbild seht, oh Gott, das ist ja eine Frau. Und ich glaube jetzt nicht, dass jemand hier unter euch ist, oder unter uns,
der sagt, oh, eine Frau im Internet, da klicke ich jetzt mal dran, ich will sofort Kontakt mit der aufnehmen. Das ist doch, ist das ein Ding, wirklich? Gibt es so fragwürdig engagierte männliche Zielgruppen? Ich kann es gar nicht vorstellen. Ich meine, 90% dessen, was da so stattfindet, ist ja ohnehin fake. Es gibt ja auch diese ganzen Webseiten, ne, wo du dich dann anmelden sollst als einsamer alter Mann. Und wir haben den Nordpol entdeckt. Ja, Mensch. Und dann schreibst du mit professionellen Mitarbeitern dieser Webseite, die so tun, als wären sie eine mögliche zukünftige. Und du akzeptierst das bei der Anmeldung zu dieser Webseite. Ich einen Bericht darüber, war das glaube ich im SWR oder wo das war, ich einen Bericht darüber gesehen. Und es ist nicht, das ist jetzt nicht so, dass das so vereinzelt ist, sondern es ist ja wirklich so, dass auch sehr bekannte Seiten genau dieses Schema nutzen. Ne? Ich werde nochmal eine Lenkeinstellung rumbasteln müssen. Das ist nämlich wirklich anstrengend hier. Gut, liebe Leute, wir sind über das Plaudern gekommen. Ich guck mal, ob ich hier noch ein bisschen was ändern kann in der Lenkeinstellung. Das nervt mich noch ein bisschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle ist Schluss. Nächste Folge gibt es natürlich wie immer sofort auf Garderobe Plus. Ciao.